So. Sie hatten keine Kleider an. Die waren nackt, erste Mal. Ja, lies weiter, Ali, lies weiter, dass wir Und alles verstehen. für ein wenig von ihrem Fleisch. Und sie kamen und ließen sie den Gesandten Allah reiten. Hier, sie haben keine Kleider an, sind sie nackt, nackt. Was machen die nackt und reiten auf Mohammed? Mohammed alayhi salatu wassalam ist Der ist doch geschickt. tot in die Mohammed Hölle alayhi salatu gegangen. wassalam. Warte, warte, dein Teufel ist gegangen. Mohammed alayhi salatu. Nein, nein, bleib mal bei diesen Dämonen, wie ich dich zerstöre. Der Prophet Mohammed alayhi salatu wassalam ist geschickt im Koran für die Dschinn und für die Menschen. Allah sagte, und wir haben dich geschickt zu Menschen und Dschinn. Okay. Diese Geschichte, was er erzählt hat, er sagte, ist auf Arabisch Yarkabuna, weil die Kranke, die denken nur sexuell wie der Typ und seine Prinzessin, die glauben, Yarkabuna bedeutet es ihm, Sex mit ihm. Yarkabuna hier auf Arabisch bedeutet, die kommen Gruppen nach Gruppen, Scharen nach Scharen und hören dann Koran. Ibn Mas'ud in dieser Überlieferung steht das dabei. Ibn Mas'ud haben ihm gefragt, warst du dabei? Er hat gesagt, ich war nicht dabei. Siehst du das? Siehst du, wie ihr lügt? Wir Kabuna bedeutet, sagen wir auch Arabisch. Lass mich ausreden, lass mich ausreden! Lass mich ausreden, weil du bist, vergraben jetzt. Lass mich ausreden. Musnad Ahmad sagte, dieser Hadith, Yer Kabuna bedeutet, Yazdahimuna. Yer Kabuna, diese Kranke, er glaubt, dass mit ihm Sex. Das bedeutet, sagte Imam Ahmad, Yazdahimuna, das arabische Sprach ist schwer für euch. Yazdahimuna. Lass mich ausreden. Lass mich ausreden. Du Angsthase. Dieser Wort Yer Kabuna, wenn die zeigen, dass in der Bibel, dass Jesus, haben ihm auch. Dieser Wort. Was machst du dann?